Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr euch Zeit nehmt für ein wichtiges Thema. Ein Lied, das man eben offensichtlich heute gerade sieht, was dahinter steckt. Und wir, die ja vieles schon informiert sind und erfahren haben und unterschiedlich unterwegs, auch aktivismusmässig, haben schon viele Erfahrungen gemacht. Es ist ein Workshop, das heisst, es ist ein bisschen eine Mischung, einerseits ein bisschen Theorie, Grundlagen, das, was ich von meiner Seite her einbringen kann. Workshop heisst aber auch, dass man so ein bisschen Übungen einbauen könnte. Und Workshop heisst für mich auch, dass natürlich ihr euch auch einbringen könnt. Gut. Ich schaue mal mit euch den Programmablauf an, die erste Seite. Ich bin Robert Rauschmeier. Ich habe noch ein V dazwischen für Victory, Vielfalt und vegan. Und ich bin seit fast 6 Jahren vegan. Ich habe seit 3 Jahren auch Pets-Aktivismus betrieben. Mit Demonstrationen, mit Stickern, mit Flyern, auch Pelzträgerinnen und Pelzträger ansprechen. Also es sind verschiedene Formen von Aktivismus. Oder auch Run-In, zum Beispiel Pelzläden reingehen und dort aufmerksam machen. So, solche Sachen, so wirklich sehr breit abgesteckt. Wie bin ich zum Pelz gekommen? Das ist über den Veganismus gekommen. Veganismus ist ein unglaublich breites Feld und dann wird man zwingend auch mit dem Pelz quasi konfrontiert. Gut. Plädoyer. Also, es steht noch eine kleine lebensverändernde Geschichte. Vielleicht ist sie, also für mich ist es etwas lebensverändernd im Sinn, weil es zeigt, wie eine ganze Gesellschaft sich verändern kann. Es hat jetzt nicht mit dem Tierrecht zu tun in dem Sinn, aber es hat mit Menschenrecht zu tun, es hat mit Kinderrecht zu tun. Und zwar ist das ein Beispiel, das ich auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene erzähle. Nachher möchte ich aber auch eine persönliche Geschichte noch dazu sagen. Das hat mit meiner Geschichte, wie ich zum Aktivismus und wie ich mich entwickelt habe im Aktivismus zu tun. Und zwar 1979 hat Schweden ein Gesetz verabschiedet, wo ausdrücklich im Gesetzestext steht, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und das haben sie so im Gesetzestext, das war ein Zivilgesetz, sie haben es nicht ins Strafgesetz hineinnehmen, weil sie nicht wollen Eltern kriminalisieren. Sondern es ist darum gegangen, zu sagen, liebe Eltern, liebe Erwachsene, die Erziehungswissenschaft zeigt, dass Ohrfeigen, dass jegliche Form von Gewalt schädigend ist, dass es andere Formen von, wie man mit Kindern umgehen kann, gibt, eben eine gewaltfreie Form. Und das hat die Politik, hat das so konnte. Und das haben sie so gemacht, sie haben eine Kampagne gestartet, in den 70er Jahren, weil sie haben eine Erhebung gemacht in der Bevölkerung. Sie haben gefragt, wie stehen die zu Ohrfeigen zum Beispiel. Und dann hat über 90% der schwedischen Bevölkerung damals gesagt, Ohrfeigen sind in Ordnung. Das ist okay, wenn man mal, oder einen Klaps gibt und so. Da hat man gemerkt, oh, da ist noch viel Bewusstseinswandel nötig in unserer Gesellschaft. Wir müssen da etwas machen. Und damals schon ist Schweden recht links in der Politik und hat sehr so Ideen vertreten, dass man Kinder eben gewaltfrei aufwachsen lassen und so. Und dann haben sie so Kampagnen gestartet, wie wir sie auch kennen, mit Plakaten und so. Und dann haben sie aber etwas noch Geniales gemacht. Die haben Folgendes gemacht, die haben, das ist jetzt nicht sehr vegan, auf Milchpackungen unter anderem haben sie auch geschrieben, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung oder Ohrfeigen sind schädigend. Also sie haben auf Essensverpackungen haben sie auch Botschaften gedruckt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Das alles ist ja auch auf dem Esstisch gelandet, in den Familien. Und wie erwartet haben, dort in der Familie hat man angefangen zu diskutieren. Also stellt euch vor, man würde die Pelz so Informationen auch abdrucken, in Verpackungen, wenn es viel weiter würde, jetzt beziehe mich auf das Pelz, oder? Man würde so Informationen unter anderem auch so, dass wirklich jede Familie erreicht wird. Praktisch jeder Mensch wird erreicht. Wenn wir so eine Politik hätten in unserer Gesellschaft, die sich bewusst ist, wir könnten Einzelne erreichen, indem wir so Kanäle nutzen, nicht nur öffentlich, sondern auch noch bis in die Haushalte. Und das haben die Schweden gemacht mit dem gewaltfreien, also mit dem Gesetz für Kinder für ein gewaltfreies Ziel. Und die Eltern haben angefangen zu reden und die Bevölkerung hat angefangen zu reden. Es hat eine Debatte stattgefunden und nach ein paar Jahren hat man wieder Umfragen gemacht und siehe da, jetzt hat sich das Verhältnis gekehrt. Es sind nur noch etwa 3-4% der Schweden sind überzeugt gewesen, dass Ohrfeigen und ähnliche Massnahmen gut sind in der Erziehung. Also die Mehrheit der Schweden war nicht mehr der Meinung,
dass das in Ordnung ist. Und das hat innerhalb von wenigen Jahren ist das passiert. Und das ist eine Form von Kampagne, man nennt das Bewusstseinswandel durch Recht. Also wenn ein Gesetzestext verabschiedet wird und wenn man das auch veröffentlicht, das ist also nicht ein Love in the Book, also wo nur im Buch landet und dann weiss praktisch niemand davon, nur Fachleute. Aber das muss ja eine ganze Gesellschaft wissen. Und so müsste es auch sein mit Tierrecht als Beispiel. Oder? Dass wir, wie schaffen wir das? Und das wäre vielleicht eine Antwort. Und auch vielleicht für dich, oder? Der Einzelne können wir natürlich viel besser erreichen, indem wir Kanäle nutzen, wo möglichst alle verwünschen würden. Und immer noch dort hast du natürlich eine Minderheit, die halt noch nicht hört. Und das, mit dem musst du natürlich leben. Aber eine Mehrheit hast du immerhin schon mal in der Tasche. Das ist, finde ich, so etwas Lebensveränderndes, wo eine ganze Gesellschaft kann Wandel vollbringen kann. Und zwar durch Information und Aufklärung. Mein persönlicher Aktivismus ist so, ich habe ja über das Flyern angefangen. Das ist ja, du sprichst den Einzelnen an. So öffentliche Knotenpunkte. Vegan Aktiv Zürich zum Beispiel oder Animal Rights Switzerland. Die machen zum Beispiel so Flyer-Kampagnen. Und das sind ja positive Kampagnen, Informations- und Aufklärungskampagnen. Das ist eine Seite vom Aktivismus und finde ich auch eine wichtige Seite, nach wie vor. Ich würde die nicht missen wollen. Und das ist auch wenn sie vielleicht nicht so effizient wirkt, wir wissen auch nicht, nie so recht, wie kommt es mit dem Einzelnen an. Wir wissen nicht, wenn die Person heimgeht, was denkt sie weiter. Darf aber uns jetzt da in dem Moment auch nicht so in Frage, also dass wir das so sehr in Frage, im Zentrum stellen, das Frage, sondern dass wir wissen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ich habe eben so angefangen, ich habe auch Schlachthausmann machen, bin ich dabei gewesen, Demonstrationen. Und eben der Strassenaktivismus, der Einzelaktivismus, wo ich auch gemerkt habe, ich habe irgendwie Lust, auch die Leute doch persönlich anzusprechen. Habe ich übrigens auch nicht immer, also das kenne ich gut, was jetzt Angelina vorher gesagt hat, dass man manchmal emotional einfach nicht mag. Und dann ist das auch ein gutes Recht, zu sagen, ich mache jetzt einfach da Pause. Und mache dann wieder, wenn es dann wieder geht. Also da finde ich noch wichtig, das ist auch der Salutogenese, den ich nachher noch erzähle, etwas Wichtiges. Eben ich persönlich, ich versuche so gut es geht, Leute anzusprechen. Ich habe gerade das aktuelle Beispiel. Ich nehme ja auch immer Sticker und Flyer mit, wenn ich unterwegs bin. Ich habe auch wieder angefangen, fleissig Sticker heute. Ich habe schon ein paar Pads tragen können im Keim, weil ich gewusst habe, erstens, ich habe nicht so viel Zeit, zweitens, die tue ich jetzt nur stickern, ganz klar, da mache ich jetzt kein Gespräch machen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich mache. Und dann bin ich habe noch einen Bleistift gepostet, jeden Tag. Und bin ich in Migros, die City schnell die holen. Und dann hat es die Anzeigetafeln, wo man so die schriftlichen Anzeigen kann ja einregen für, wenn man etwas, einen Kurs anbietet zum Beispiel. Und, so. Und ich habe dann so 3 so Pelzflyer verteilt, deponiert, also reingeschoben. Dann ist eine ältere Frau neben mir gestanden, hat geschaut und hat dann schon gesagt, oha, ja, sie hat einen Nerzmantel daheim. Und sie getraut sich den nicht mehr anlegen. Weil eben, sie kennt auch die Zeiten von früher, wo man die Pelzmäntel ja mit der Farbe beschossen hat. Und eben, man wird ja dann angegriffen und so. Aber sie wissen nicht, was machen mit dem Nerzmantel. Ihr tut es leid, den auch einfach wegzurühren. Oder? Und ich habe dann mit ihr bin ich so im Gespräch gewesen, und habe gesagt, ja, ich muss Ihnen sagen, also sie hat dann gemeint, ja, es wäre eigentlich schon noch gut, wenn man den halt anlegt und fertig anlegt. Und ich habe ihr halt ganz klar gesagt, wissen Sie, Sie machen einfach Werbung für die Tierquälerei, wenn Sie das weiter anlegen. Darum bleibt nichts anderes übrig, als das zu entsorgen. Das ist meine klare Haltung. Also ihr mögt andere Meinungen haben, so, das ist in Ordnung. Ich würde nur sagen, das ist meine persönliche Meinung und die vertrete ich. Und wenn ich Pelzträgerinnen und Pelzträger anspreche, tue ich das auch knallhart sagen so. Dass ich finde, ich mache Werbung für die Quelle und dass das nicht mehr geht. Wir haben Alternativen, sie haben genug Kleider daheim, sie müssen das nicht anlegen. Sie haben andere, ich habe auch meine Jacke, die ich zeige, und ich sage, schauen Sie, das ist Hanf, aus Hanf. Und inwendig ist recyceltes Plastik vom Meer. Also wir haben Möglichkeiten heutzutage noch und noch. Dann ist sie mit der Inuit gekommen, ja, wegen der Inuit und so. Und ich habe gesagt, wissen Sie, es geht mir mal darum, da, bei uns. Ich habe mich nicht in eine Diskussion, jetzt, was könnte man machen, wenn man würde Inuit auch pelzfrei machen, das könnte man auch, oder? Und dann hat sie gesagt, aber die anderen, wenn sie, die Leute, die in den Pelzfarmen arbeiten, wegen Geld, wegen Verdienen, dann hat sie die Wirtschaft noch angesprochen, dann hat sie gesagt, ja, aber sie, wir hätten so viele andere Arbeit, wir könnten doch die Leute anstellen für mehr säubern, zum Beispiel. Ich habe eine super Idee von Peter übrigens, der hat gesagt, wir könnten doch die Leute anstellen für mehr säubern, warum nicht?